Hey Leute, und willkommen zurück zu PyQt. So, heute möchte ich mit euch drei Statusanzeigen machen. Ach so, apropos, ich habe hier ein bisschen aufgeräumt. Hier wird ab sofort alles importiert, einfach alles aus Qt Core, GUI und Widgets, weil wir die sowieso die ganze Zeit brauchen werden. Und außerdem habe ich hier noch ein bisschen aufgeräumt, den Button entfernt. Ja, so, was wir jetzt heute machen wollen, ist, wir wollen zunächst einmal diese wunderschöne Statusbar hier unten realisieren, dass ihr auch solche coolen Sachen machen könnt wie Enable Smart Keyboard, bla bla bla, hier unten anzeigen. Außerdem wollen wir hier oben diese Menübar implementieren. Also nicht diese hier, aber halt eine kleine. Die Größe dürft ihr dann selber machen. Und hier haben wir dann noch eine Toolbar. Die brauchen wir auch relativ häufig. Die drei sind relativ cool und die möchte ich euch natürlich alle zeigen. Danach, nächstes Video. Gibt es dann die Layouts, beziehungsweise ein Layout, ich weiß noch nicht, wie weit ich komme. Und danach kann ich erst mit den Widgets anfangen, weil wenn man diese Widgets irgendwie vernünftig benutzen will, dann braucht man Layouts und ohne Layouts geht gar nichts. Gut, also fangen wir an mit der Statusbar. Dazu brauchen wir hier was anderes wie QWidget. Wir müssen von QMainWindow erben. MainWindow. So. Ansonsten haben wir Probleme mit der Statusbar, denn die gibt es nur im MainWindow. Okay, also self. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, Statusbar aufzurufen. Echt easy eigentlich. Und hier können wir dann hinten dran sowas machen wie Punkt Show Message. Wenn ich mich jetzt nicht vertippt habe, müsste es funktionieren. Und dann sowas wie immer noch My First GUI. Okay. So, wenn wir das jetzt starten, dann sehen wir, dass wir hier unten immer noch My First GUI stehen haben. Und wir haben hier auch so ein cooles Teil, wo man diese drei Punkte dran sieht. Ich finde ich irgendwie stylisch. Egal. Ja, wir haben die Statusbar schon fertig. Und das war es eigentlich auch schon mit der Statusbar. Arg viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Okay, machen wir weiter. Die Menübar hier oben, also das hier, sowas. Das hat so ziemlich jedes Programm heutzutage und das ist auch echt wichtig, dass wir sowas irgendwie bei uns haben können. Dazu wollen wir einfach mal Folgendes tun. Wir wollen so. Übrigens, wenn ihr hier Show Message einfach weglasst, dann bekommt ihr trotzdem eine Statusbar, die einfach nur leer ist unten drunter. Das heißt, ihr habt so ein kleines bisschen diese Gap hier unten, die man häufig sieht. Ja, die Menübar funktioniert relativ ähnlich, nur dass wir sie diesmal speichern als Variable. Und zwar über self.menubar. Und hier können wir dann sagen, okay, wir wollen jetzt zum Beispiel File, also dieses File hier oben, das hat eigentlich, oder auf Deutsch heißt Datei, das hat eigentlich quasi jedes Programm da oben rumstehen. Da sagen wir dann, okay, wir sagen menubar.addMenu und dieses Menu soll File heißen. So, File. Okay, wenn ich das jetzt ausführe, dann sehen wir, dass wir hier File haben. Allerdings, wenn ich draufklicke, passiert gar nichts. Und vor allem, wenn ich hier oben vergleiche, dann sehen wir hier, dass dieses F unterstrichen ist. Das liegt daran, wenn ich. Na, weg damit. Komm schon. Okay. Wenn ich jetzt Alt drücke und F drücke, dann bekomme ich mein File hier oben zugänglich. Das heißt, Alt und F ist ein Kürzel dafür, dass ich hier mit File das machen kann. Das kann ich realisieren, indem ich einfach ein kaufmännisches Und davor setze vor dieses F. Und schon sehen wir, wenn ich Alt und F drücke, dann wird auch File ausgewählt. Allerdings ist dieses F immer noch nicht unterstrichen. Das kann ich realisieren. Wobei, das gehört eigentlich nicht hier rein. Vielleicht eher zu Fonts und so weiter. Dazu irgendwann anders mal was. Was wir jetzt noch machen wollen, ist, wir wollen logischerweise, wenn wir hier irgendwie draufklicken oder auch Ctrl F oder Alt F drücken, dass wir dann hier irgendwas bekommen, und zwar ein Submenü. Und dieses Submenü bekommen wir ganz easy, indem wir eine Action setzen für diese File Menübar. Das heißt, wenn man draufklickt, dann passiert irgendwas. Also File.addAction. Und hier kommt dann, keine Ahnung, was rein, was ihr haben wollt. Also irgendwas, was ihr unbedingt wollt. Zum Beispiel Exit. Na, gibt schon als Funktion Exit Me vielleicht. Okay. So, und die müssen wir jetzt hier oben drüber hinschreiben, bevor wir weitermachen. Okay. Wir sagen hier Exit Me ist gleich eine Q-Action. Q-Action. Und
Wir können hier sogar ein Icon setzen, wenn wir wollen. Die Q-Action gibt uns einiges vor. Moment, ich schau mal. Nee, es wird mir leider nicht angezeigt. Okay. Q-Icon. Und hier setzen wir dann, keine Ahnung, ich habe aktuell nur dieses E-Mail.png-Icon, deswegen setze ich hier auch mal das E-Mail.png-Icon, damit wir sehen, was da passiert. Wir setzen danach ein dieses und exit, damit wir es mit Alt-E aufrufen können. Und wir müssen uns selbst, also das Main-Window reingeben, damit wir wissen, aus was wir überhaupt exiten wollen. So, jetzt haben wir aber immer noch nicht gesagt, was wir dann haben wollen. Aber Achtung, geht noch weiter. Exit me Punkt set Shortcut kann man auch machen. Macht man eigentlich auch meistens. Zum Beispiel sagen viele, okay, wir hätten gerne eine Steuerung Q. Das heißt, wir geben hier Ctrl oder Control einfach genannt plus Q rein oder plus E, je nachdem, was wir wollen. So kann man die Shortcut setzen und sagen, was wir gerne haben wollen. Ups, Exit me heißt das Ganze. Exit.triggered ist der Event, den wir setzen. Das kommt euch jetzt hoffentlich bekannt vor aus dem letzten Video mit den Events und den Signalen. Ohne die Klammern. Punkt. Connect. Klammer, Klammer. Und hier sagen wir dann, was wir gerne haben wollen. Nämlich self.close. Auch ohne Klammern, weil das ja auch wieder ein Function Pointer ist. Okay, so was wir jetzt noch nicht haben, ist, wir wollen irgendwie noch was anzeigen. Zum Beispiel exitMe.setStatusTipp, damit wir wissen, was da überhaupt so ja, zu tun ist oder was da passiert, wenn wir da drauf drücken. Exit. Okay, wenn wir das jetzt anklicken, dann sehen wir, wenn wir hier auf File gehen, dass wir hier einen Exit haben. Hier vorne ist das Icon und wir sehen hier hinten, dieses Shortcut Control E wird uns auch angezeigt. Das heißt, wenn ich jetzt Steuerung E drücke, bin ich weg. Okay. Wenn ich Alt E drücke, bin ich nicht weg. Wenn ich nur E drücke, bin ich auch nicht weg. Aber mit Steuerung E bin ich raus aus dem Ganzen. Und ja, das kommt durch diese Funktion hier, dieses self.close. Wir haben hier das Shortcut gesetzt, alles wunderbar. Genau, so schaut's aus. Also so macht ihr diese Menübar hier oben. Es ist logischerweise jetzt hier ein bisschen mager. Ihr könnt hier noch haufenweise mehr reinsetzen, indem ihr einfach hier noch mehr Add Actions reinpackt. Das heißt, machen wir noch ein paar Add Actions rein und mal gucken, ob es funktioniert hat. Na, ist nur einmal drin, schade, weil sie schon drin war. Aber wenn ihr jetzt hier noch ein paar mehr Q-Actions setzt, dann passiert hier noch einiges mehr. Gut, und wenn ihr hier noch mehrere Menübar-Elemente, also Menübar.add, Menü-Dinger aufruft, dann habt ihr hier oben bald so eine riesige, wundervolle Menübar rumfahren, die unübersichtlich ist wie die von Photoshop. Okay, als allerletztes für dieses Video möchte ich euch noch die Toolbar hier oben zeigen, also nicht diese Toolbar, sondern eine Toolbar, die meistens nicht ganz so geil aussieht, weil diese Dinger hier auch ziemlich cool sind. Und ja, die Toolbar lässt sich auch relativ easy realisieren, indem man auch self.toolbar aufruft. Auch wieder Achtung von Q Main Window erben, die ganze Zeit schon. Sonst funktioniert das nicht. Wir lassen das hier einfach mal stehen und sagen, okay, self.toolbar, nicht Toolbar Area, sondern Toolbar. Denn wir wollen es uns als Variable zwischenspeichern, wie die Menübar. Eigentlich können wir das Self hier rauslassen. Self.addToolbar. Dadurch kriegen wir eine neue Toolbar. AddToolbar. So, und jetzt müssen wir hier reinschreiben, was wir gerne hätten. Was wir für eine Toolbar hätten. Und ich würde einfach mal sagen, wir machen noch eine Möglichkeit, wie wir hier rauskommen, nämlich Exit. So, und dann sagen wir hier Tool. Bar Punkt Add Action. Ups. Und wir wollen genauso dieses Exit Me da drin haben. Mal gucken, ob es funktioniert. Einfach extrem Platz sparen hier und alles 100-mal verwerten. So muss es sein. So, jetzt haben wir hier eine wunderbar schöne Toolbar mit dem Icon E-Mail.png, das wir hier übrigens
auch schon benutzt haben. Also wenn wir hier auf File gehen, benutzen wir dasselbe Icon nochmal. Und wenn wir hier draufklicken, dann gehen wir raus. Und wenn wir nur drüber fahren, dann steht hier auch Exit dran. Das ist dieses Exit hier. Und ja, hier kann man jetzt draufklicken und rausgehen. Man kann aber auch Steuerung E drücken, weil wir hier dieses Shortcut gesetzt haben. Das heißt, es ist genau gleichwertig wie das hier oben über File, nur dass es halt direkt erreichbar ist und wunderbar groß mit diesem Icon angezeigt wird. Und Achtung, wir können hier in unserem in unserer App diese Toolbar auch anders setzen, zum Beispiel hier an die Seite oder hier unten hin oder an die andere Seite. Und dieses Icon fließt einfach dorthin, wo wir es gerne haben wollen. Das heißt, der User kann standardmäßig einfach sagen, okay, ich hätte es gerne hier und ich hätte es gerne hier. Funktioniert übrigens auf jedem Betriebssystem. Linux sollte genauso gut funktionieren wie Mac und Windows. Ziemlich geil also. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, mit mir diese Bars zu erstellen. Achso, noch eine kurze Information. Ich habe gerade falsche Informationen geliefert. Wenn ich hier drüber fahre, dann steht hier Exit, aber das bezieht sich, soweit ich weiß, auf dieses Exit hier. Kann man aber relativ leicht rausfinden, indem man einfach Exit 2 schreibt und drüber fährt und dann sieht man, okay, es steht doch nur Exit da. Wahrscheinlich war es doch das andere. Egal. Hat auch nicht so viel zu bedeuten. Wenn man drüber fährt, dann kommt halt irgendein Text. Und ja, das war's für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und nächstes Mal geht es um die Layouts. Ich hoffe, ihr freut euch schon und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.